Was ist denn das für ein Teil? Der will mit dem jetzt aber nicht etwa fliegen, oder? Schon? 3000? Wie weit weg ist das? 100 Meter, oder was? Weg, das ist schwierig zu sagen, aber es ist noch weit weg. Wow, einfach schnell mal so über den Wallensee. Und wieder zurück auf Mollis. Ja, jetzt nimmt er langsam, oder? Dann geht er ab. Mal, wenn er jetzt aufsitzt, herrlich. Einen Brief machen wir Platz. Das ist kein Heli, das ist ein Tragschrauber oder ein Gyrocopter. Der Unterschied zum Helikopter ist, dass der Rotor selber völlig frei dreht. Der ist nicht angetrieben, der wird vom Fahrtwind angetrieben. Das ist eigentlich das gleiche wie der Flügel vom Flugzeug. Genau. Der sorgt dafür, dass macht Auftrieb. Möglichst in der Luft bleiben, oder? Ja, aber was machen wir denn jetzt mit dem? Eigentlich ist da in der Luft schnell. Ja, eben. Könnte man sagen, kannst du arbeiten oder für was braucht man? Nein, das ist ein Spassgerät. Also, das ist wie ein anderer TÜV fliegt, anfährt, oder ist da haben wir so ein Flügerli. Ja, das ist mal eins mit wem, das ich gänge. Wir sind auch TÜV gefahren früher. Ja, ich war auch TÜV Bub gesehen. Die als Mechaniker haben wir schon dafür gesorgt, dass die gut fahren. Ja. 30, oder? Ja, etwa 30. Also, 30 war die Untergrenze. Das ist ja wie Verkehrszeichen auf 50 angeschrieben, ist die vorgeschriebene Minimalgeschwindigkeit. Ja, das ist ja mehr eine Empfehlung. Aber ja. Du darfst einfach nie eine Schraube vergessen. Und so im Zimmerstück. Und ich gehe jetzt. Ja, also wenn mir jetzt, wie bei uns, der Most ausgeht, dann können wir einen Stoss. Ja, gut, der ist ja sehr angenehm. Also, da kann man problemlos auf einem Fußballfeld oder auf einer Wiese landen, wenn man den Sprit vergessen hat. Wobei es ist immer. Wie soll man sagen? Wenn ein Flieger trocken fliegt, ist es für das Renommee vom Pilot nicht unbedingt. Ja, schade, ist es kein Zweitplatz. Eben, Simon, hast du gehört? Wenn der Mast ausgeht, ist nicht wirklich lobenswert. Nein, aber kann ja passieren. Ja.